Manchmal befindet man sich in einem Ausnahmezustand. Es gibt viele unterschiedliche Gründe, warum das so ist, beziehungsweise dazu führen kann. Auf jeden Fall ist man dann eigentlich unzurechnungsfähig. Deshalb kommt es vor, dass der Anwalt eines Beschuldigten vor Gericht auf nicht schuldig plädieren kann, auch wenn die Person eine schwere Straftat begangen hat. In solchen Situationen kommt es leider auch oft zu Seitensprüngen, egal ob bei Mann oder Frau. Anscheinend muss man sich dann irgendwie trösten, ohne Rücksicht auf Verluste. In dem Film, den ich Ihnen heute vorstellen möchte, geht es um die Folgen eines solchen Ausnahmezustands. Das schauen wir uns einfach mal kurz an. Immer Ärger mit Nicole ist ein Film aus dem Jahr 1992. Schauspieler Hans von Bülow hatte keinen Erfolg mit seiner One-Man-Show im thailändischen Phuket und tröstete sich mit Reiseleiterin Nicole. Als er 9 Monate später mit seiner Gattin Daisy zurückkehrt, ist er auf der Suche nach Nicole. Es kommt jedoch zu ziemlich vielen Verwechslungen und Hans' Ehefrau trifft ziemlich überraschend ihren ehemaligen Seitensprung Harald wieder. Außerdem wird Hans ein kleines Freudenbündel präsentiert. Immer Ärger mit Nicole ist der 52. Film, in dem Hans Clarin mitgewirkt hat. Und es folgten nochmal ungefähr genauso viele. Dazu kamen noch einige Fernsehserien, unendlich viele Synchronjobs und Theateraufführungen. Wirklich bemerkenswert. Wenn Sie sich amüsieren wollen, Filme mögen, die ans Herz gehen oder einfach nur mal abschalten möchten, sind Sie bei Anixa genau richtig. Streamen Sie einfach und unkompliziert Ihren Wunschfilm über die bunten Knöpfe Ihrer Fernbedienung. Viel Spaß!